Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitchen zu einem neuen Video. Es tut mir leid, ich bin irgendwie verkleidert. Irgendwie bin ich irgendetwas allergisch, aber ich muss heute das Video aufnehmen. Schätze ich bis morgen gar, aber ich muss heute das Video aufnehmen, weil es ist ein Spargel-Video. Wir haben ja genau ca. 2 Wochen Zeit, für noch so viel Spargel rein zu pusten, wie es irgendwie geht. Und darum habe ich gedacht, es muss ich jetzt rauslassen, das Video, und sonst ist es einfach wieder mal zu spät. Das schaffe ich regelmässig, und das ist jetzt halt Saisongemüse, und darum hau rein, Kapelle. Wir machen ein ganz, ganz einfaches Rezept, das ich jetzt in diversen Orten im Internet habe gesehen. Ganz ehrlich, ich habe selber noch nie gekocht oder gebacken. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein in das Rezept und schauen, ob das wirklich so easy und einfach ist, wie ich jetzt hier behaupte. Weil eben, first try. Also, es kann entweder eine Katastrophe werden oder ein Game. Wir werden es sehen. Tschüss. Die Idee ist mir vor etwa 2 Stunden in den Sinn gekommen. Und darum wird das eine relativ spontane, quietschige Sache. Ich habe ganz viele Sachen vorbereitet. Ich habe zum einen hier einen herkömmlichen, ich lüpfe jetzt nicht auf, einen herkömmlichen Blätterteig. Dann habe ich Rohschinken, Spargel. Und die Spargel habe ich einfach die Spitze, also einfach das Holzige unten habe ich abgeschnitten. Und dann habe ich die Spargel etwa bei 3 Minuten in kochendem Wasser blanchiert. Und dann im Eiswasser abkühlen, so, dass sie nicht weitergehen. Dann habe ich Zitronensaft und als Basis, das ist richtig geil, habe ich hier von der Connie's Kitchen, das habe ich bekommen von ihr, so eine plant-based Mayonnaise. Genau. Und ich habe die vorher probiert und die schmeckt sehr gut und ich finde, die passt voll in mein Konzept, das ich in meinem Hirn habe. Man kann noch 1000 andere Zutaten für so ein Rezept nehmen, aber ich fange jetzt mal an. Wow, es ist so strukturiert. Es ist wirklich, es ist high professional, mega, wirklich mein Video-Content, das ist wirklich wertvoll. Also, wir brauchen mal da so 4 Ecker, habe ich gesehen. So, das müssen wir mal schneiden. Und ich darf es eben nicht zu lang machen, ich habe die Spargel kurz geschnitten, mega gut von mir. So, Achtung, ich bin eben nicht so gut in so Gäckchen, wir probieren es einfach. Hallalalala. So, dann tue ich jetzt mal da drauf und er kommt mal von dem da hier. Komm, wir nehmen gleich den Löffel. So. Jetzt tue ich jetzt hier drauf. So verstreichen. Oh Gott, nein, meine Nase läuft. Dann habe ich hier ein bisschen Rohschinken, die ich drauflege. Und dann zwei Spargel drauf. Oder soll ich 3 drauf tun? Komm mit 3 drauf, was echt cooler ist. Und dann muss man das eigentlich schon mal so zusammenrollen. Tata. Dann kehre ich sie noch. Oh, das ist der ganze Zauber. Wow, die Idee! Ja, es ist also nicht sonderlich. Also komm, wir machen noch eins. Perfekt für. Kann man zum Beispiel easy als Apero brauchen. So. Schlapper ab. Rohschinken. Und Spargelitos. Drauf. Einpacken. Zack. Oh, Scheiße. Zack, zack, zirak, zack, zack. Und das ist eben genau das. Oder, ich weiss, YouTube-Videos sollten meistens anspruchsvoll sein und Rezepte anspruchsvoll sein und so, aber eben so easy shit ist eben auch geil. So, da. Und dann kann man natürlich auch noch ein rein veganes machen. Und ich habe gesehen, Blätterteig ist vegan. Oder einfach, genau. Kurz Zitronensaft drüber. So. Und jetzt, ich brauche noch eine Deko. Moment. Irgendwo habe ich Schablone. Schieb, schlapp, schlupp, schlapp, schlieb, schlapp, blopp. Aber wo? Das ist die Frage. Oh shit, das finde ich nie. Eigentlich noch eine schöne Decke drauf, aber leider finde ich mein Zeug nicht. So, dann tun wir das so drauf. Es ist einfach abstrakte Kunst. Ich tue jetzt die hier noch mit Ei bestreichen. Die kein Ei wollen brauchen, die wissen, was sie müssen nehmen. Ich habe jetzt nicht irgendwie die Idee, was man da als Ersatzprodukt könnte nehmen.
Auch in die Mandelmilch oder schon irgendetwas. Also ihr werdet, die wollen es nicht weinen, die werden das wissen, wie man das ersetzen kann. Und weil mit Käse einfach alles geiler ist, streuen wir noch ein bisschen Käse drüber. Ich backe die Päckchen jetzt etwa 20 Minuten bei etwa 190 Grad. Und dann schaue ich mal, wie es aussieht. Wenn es gut aussieht, nehme ich es raus und dann geht es probieren. Jetzt schaut mal, wie wunderschön und gut es aussieht. Und schmeckt es also auch perfekt. Wow! Und es war ja wirklich sehr einfach, oder? Und so sieht die Sache von innen aus. Ja, stell scharf, du geile Kamera. Hallo. Ja, so. Müssen wir natürlich noch probieren. Ja, mit einer Hand ist scheiße. Es ist sicher für heiß. Hure fein ist es auch noch. Geil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiss, etwas mega, mega Schnelles, etwas mega, mega Einfaches, aber es ist doch voll easy. Wenn ihr noch weiter gerne mega gutes Deutsch ich habe, solche Rezepte möchtet sehen, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr möchtet sehen. Gebt mir einen Daumen gegen oben, könnt mich auch abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, ja, bis gleich.